Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Die Sims 4 Großstadtleben. Ja, in der letzten Folge haben wir so ein bisschen angefangen, hier rum zu experimentieren und so ein bisschen das Wohnzimmer zu verschönern, so ein bisschen neu zu designen und zu gucken, was wir daraus alles so machen können. Und ja, weit gekommen sind wir noch nicht. Ey, der ist auch mega cool, der Teppich. Und ich habe jetzt einen super coolen Teppich gefunden, den ich hier gerne schön platziert haben möchte, was aber super schwierig ist. Doch, so könnte gehen. So könnte es echt gehen. Ich wollte nämlich gern so ein bisschen umstellen hier alles. Also ein bisschen anders machen und das Ding hier echt mal verkaufen. Das sieht echt auf die Dauer ziemlich doof aus. Ich mache das Bild jetzt mal dahin. Können wir das nicht noch ein bisschen in einem anderen Design machen? Wir könnten es in blau machen. Oder halt in so einem dunklen Holz. Oder halt in... Ich finde, so könnte das ganz gut passen. Ich möchte das aber alles echt nicht zu hell machen. Ich habe dann immer das Gefühl, dass das dann zu hell ist. Und wenn ich das zu dunkel mache und das alles ziemlich dunkel gestalte, dann habe ich das Gefühl, es sieht immer zu dunkel aus. So, jetzt haben wir nämlich hier eine komplette Wand, wo nichts ist. Könnte natürlich so einen mega coolen Kamin hier hinbauen. Oder was können wir denn so alles machen jetzt? Oder hier mega coole Gemälde hinmachen, die vielleicht ein bisschen größer sind und fast die ganze Wand einnehmen. Das fände ich ganz schön. Das ist nicht so kleine. Es ist schade, dass man nicht immer sieht, wie groß das alles ist. Das ist nämlich zu groß, zu groß, zu groß, zu groß, zu groß, zu klein. Das sieht auch richtig schön aus. Das könnte aber hier in Monis Zimmer ganz gut passen. Auch mit den Schmetterlingen sieht es am besten aus. Wir können die noch so ein bisschen... andere Gardinen machen. Oder wir machen da eine große Kommode hin. Oder zwei oder drei oder Schränke. Oder so eine Bar. So eine Bar wäre ja auch cool hier für unsere... Wir könnten so einen Partybereich machen, wenn wir... hier ist mein Inventar. Wenn wir hier einfach so eine richtig große Bar hinmachen. Blumen. Das könnten wir machen mit so einer großen Bar oder noch einer größeren. Aber dann passt der Teppich dazu von den Farben nicht. Es ist schwierig herauszufinden, was man da gern so hinhaben möchte. Das ist ja auch cool. Das kann man nur da so nebenhängen. Das ist schade. Das ist ja alles schade, was man hier in so alles nicht machen kann. Natürlich können wir noch die hier zur Auflockerung hinmachen, damit das nicht ganz so krass aussieht. Das fände ich hier auch schön. Oder haben wir in der Küche noch Deko-Optionen, die wir an die Wand machen können?
Aber wir könnten natürlich auch hier so eine Wand reinziehen. Das könnte auch interessant aussehen. Dann hier noch Alkoholflaschen. Das könnte man natürlich anstelle von dem Ding, könnte man das hinmachen. Das sieht komisch aus. Ich will doch gern noch meinen Essbereich hier haben. Ich weiß nicht warum. Und ich finde, das macht so den Charme der Wohnung aus, diese Dinger. Da meinetwegen noch eins hin. Ich weiß nicht, ob das schon da war. Aber irgendwas muss ja an diese Wand und ich weiß nicht was. Und diese Küche, können wir die auch in einem anderen Farbton machen? Ich liebe Blau und Rot. Ich glaube, das merkt ihr und das findet ihr jetzt schon total schlimm. Außerdem fehlt hier, glaube ich, meine Lampe. Hier fehlt einfach meine Lampe. Wir könnten natürlich jetzt neuen Herd holen, teureren. Das sieht ein bisschen qualitativer aus. Oder den Kühlschrank zu einem besseren ersetzen. Bisschen qualitativere Küche. Okay, da kriegen wir nichts für. Warte, kann ich dann wieder... Okay, wenn wir da eh nichts für kriegen, dann können wir die Kaffeemaschine auch momentan noch stehen lassen. Ich würde die gerne so anders hinstellen. Vielleicht hat er nach hinten, aber es geht nicht. Die muss da so weit vorne stehen. Was ist, wenn ich den Mülleimer zu einem Mülleimerpresse umtausche? Oder zu einem... Ich glaube, ich habe wieder die falsche Theke genommen, oder? Die Habinger Insel. Ah, ich brauche einfach nur die Habinger Theke. Ja, ja, das hatte ich ja gelesen, dass das ich einfach das Falsche genommen habe. Dass das so nicht funktionieren kann. Sieht auch eher nach Dinge, nach was aus. Und da kann ich nämlich jetzt die Spülmaschine reinstellen. Genau. Ist ja doof, dass das nicht bei allen geht. Dann tun wir da nämlich die Spülmaschine rein. Oder kann ich die nicht... Ah, dann tue ich die lieber dahin. Dass sie so ein bisschen da weg
von sollte so noch ganz gut passen. Ich kann auch dieses Musikding jetzt da oben draufstellen, dann steht das nicht immer auf dem Boden rum. Und ich könnte... Vielleicht ein bisschen weiter so reinmachen. Kann ich dann da nicht so noch so einen coolen Tisch hinstellen? Sieht doch relativ gut aus. Und wenn ich hier die Bodenfliesen auch noch da verlängere? Das geht wohl, oder? Ich hätte da gern so ein dunkleres Blau. Nee, das gefällt mir besser. Es ist nicht ganz so dunkel. Aber ich... Nee. Ich weiß aber nur noch nicht, was ich dahin machen soll. Und da fällt mir gerade ein, dass ich hier noch den Ring mehr vergessen hatte. Der kommt natürlich weg. Okay, wir haben jetzt hier das selbstgemachte Dingens und endlich können hier die Po... Ach so, sie ist am Duschen noch. Ja gut. Also wir haben jetzt ein bisschen verändert, finde ich. Also es sieht... Es ist so... Ich liebe Blau. Ich liebe diese Blautöne. Das ist so schön. Es soll ja so ein Gemeinschaftsraum sein, der ja für alle passt. Deswegen hätte ich eigentlich gedacht, sieht das so ganz gut aus. Weil hier haben wir nämlich das blaue Bild und dann haben wir hier halt die ganzen blauen Elemente. Hier ist ja noch so... Also wir können auch noch schwarz mit einbauen. Also es ist wie blau, weiß und schwarz als Mischung haben. Okay, die Spülmaschine wird benutzt. Und wir haben jetzt halt auch besseres Möbeljahr an Kochsachen. Dann können wir da auch ein bisschen mehr machen. Eine Bar kaufen. Ja, sie möchte gerne eine Bar kaufen. Aber ich finde, das passt hier nicht so ganz rein. Ich muss da noch mal ein bisschen schauen, was man da so machen kann. Ja, aber vielleicht habt ihr auch einfach eine Idee, was man da in die Ecke reinzaubern könnte. Wir haben jetzt hier auch eine ziemlich coole neue Lampe, die es so ein bisschen hier heller macht. Vielleicht tue ich die da auch noch mal hin. Da muss ich noch mal schauen. Aber wir könnten ja auch diese Wandtrenner oder sowas ähnliches an die Wand machen. Das sieht bestimmt auch gut aus. Wir sollten jetzt, glaube ich, genügend Leute dran passen. Außerdem ist der Fernseher groß genug. Und ein bisschen qualitativer. Du hast auch diese Kommode. Warum habt ihr alle hier diese Kommode im Zimmer stehen? Wie sieht es mit deiner Figur aus, mein Guter? Naja. Jetzt habe ich halt hier noch so ein kleines Element sozusagen reingebaut. Das ist der Eingang halt so ein bisschen. Da könnten wir eigentlich auch noch hier so eine Garderobe oder sowas in der Richtung hinmachen. Also dass wir hier die Poster wegtun und die irgendwo anders hinhängen. Und dann halt hier so eine Garderobe hinmachen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit hier so daneben oder so. Hier mit so einem Schuhdingens. Das ist so. Und ich finde, das Dingens macht auch noch so ein bisschen, macht das nicht ganz so streng, diese Wand einfach. Es lockert so ein bisschen auf. Ich muss mich, ja, wenn man halt mehr Geld zur Verfügung hat und ein bisschen mehr Zeit, dann kann man sowas auch richtig cool designen. Auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen moderneres Wohnzimmer.
wo wir echt Platz für genügend Leute haben. Und das ist ja das eigentlich, was zählt. Und, dann werden wir uns noch hier an das Jungsbadezimmer richten, dass wir hier ein bisschen die... Weiß ich nicht, das sieht noch so lieblos aus, dass wir hier vielleicht ein bisschen noch Deko reinmachen. Echt, jetzt Hakim ist echt nicht da. Geh zu deinem Briefkasten. Wann kommst du denn wieder, hä? Okay, es sind 2 Stunden. Ey, für unseren Job haben wir alles Mögliche gemacht. Uns fehlt nur noch 5 Freunde und wir müssen unsere Charisma-Fähigkeit verbessern. Können wir uns noch sowas kaufen für die Punkte? Beziehungen? Sims mit Beziehungen beginnen jede Karriere mehrere Level höher. Gute Küsserin, gute Küsser haben und erstaunlich Erfolg beim Küssen und vermehren ihre Charisma mit jedem Kuss. Sorglose Sims sind nie angespannt. Okay, oder Profi-Faulenzer. Also da kommen noch so ein paar Sachen, aber... Angie. Mach doch ein richtiges Foto. Ja, mach doch einfach ein richtiges Foto. Foto machen mit der Moni, hä? Moni, lass uns ein Foto schießen. Lass uns ein richtiges Foto schießen. Level 2 der Fotofähigkeit. So. Sieht doch echt ganz süß aus. Ich liebe das ja, Fotos zu machen. So Erinnerungsfotos und alles. Ach, du hast hier auch noch Poster hängen. Obwohl das eine können... Können wir verkaufen, das haben wir schon. Oder kriegst du hier... Komm, du kriegst ja einfach die ganzen Poster rein. Poster-Sammler. Und dann können wir nämlich hier im Flur so ein paar Fotos hinhängen. So eine kleine Fotogalerie. Dann können wir eigentlich die ganzen anderen Fotos erstmal gerade... wurdest du angerufen? Wer wurde angerufen? Wer wurde angerufen? Wer wurde angerufen? Wurdest du angerufen? Ja? Ja, dann geh ran. Dann geh doch einfach ran. Ström. Oder wir machen hier eine komplette... Nur Bilder, die so Dirk gemalt hat. Das wäre auch cool. Wenn wir eine ganze Wand voll mit Bildern zu haben. Und das passt irgendwie da voll nicht hin. Hier, es hängen wir bei dir im Badezimmer über die Tür. Hä, kann man das nicht designen? Nicht? Ja gut, dann nicht. Dann wird das bleibt deshalb blau da. Dann haben wir den Flur wieder ein bisschen freier von Kram. Aaron ist wieder zu Hause. So, du hast Post bekommen, mein Lieber. Ja, ein Post bekommen. Ach hey, ich habe die Lampe da mal stehen. Ich spiele mir ein bisschen mit Marie und Luna und... Okay, mehr geht nicht. Hat alles aus dem Briefkasten geholt. Wir haben eine Postkarte aus Barnacle Bay. Yay, das ist ja süß. Barnacle Bay, Bridgeport, Moonlight Falls. Das sieht so süß aus, wie das da alles drangehangen wird.
So, du spielst dich erstmal glücklich. Wir haben noch relativ viele Bilder. Kann man sagen, relativ. Und ich werde erstmal hier an dieser Stelle einen Cut machen. Die letzte Folge haben wir ja schon super viel hier in dem Wohnzimmer-Küchenbereich so dran gearbeitet. Ja, falls ihr dann noch Ideen und Wünsche habt, könnt ihr natürlich jederzeit in die Kommentare schreiben und ich werde es dann reinbringen. Von der letzten Folge bis dieser habe ich komplett sozusagen fast durch aufgenommen. Ich konnte also nicht eure Kommentare sofort lesen, aber ich werde dann halt drauf eingehen, sobald es mir möglich ist. Wir sehen uns dann in einer weiteren Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, ciao!